Yo, hey Leute, herzlich willkommen auf dem Testserver. Wir wollen uns jetzt mal die Skills vom Zwerg anschauen als letzter. Davor sind schon Videos gekommen zum Magier, zum Drachenkrieger und zum Waldläufer. Und dazu wollen wir vergleichen, wie es denn früher war und wie es jetzt ist. Wir fangen mit dem schnellen Schuss an. Der macht immer noch 60% deines Grundschadens. Dann haben wir als ersten Skill: Jeder Treffer von schneller Schuss gibt für eine Sekunde um 5% mehr Angriffsgeschwindigkeit, ist ebenfalls gleich. Freie Dampf pro getroffenem Gegner ist auch gleich und erhöht den Schaden von schneller Schuss um 10% und wandelt die Arten in Feuerschaden um. Das ist auch gleich geblieben. Es gibt jetzt hier aber noch eine 25%ige Chance, dass der Gegner anfängt zu verbrennen, und das fügt pro Sekunde 30% deines Grundschadens als Feuerschaden hinzu und hält 5 Sekunden lang. Das mechanische Geschütz. 10 Sekunden lang hält das an, hat 65% des Grundschadens, ist gleich geblieben und momentan kann nur eins zur gleichen Zeit aktiv sein. Das kann man aber sicherlich noch ändern, das werden wir sehen. Erhöht den Schaden um 10%, ist gleich geblieben. Können zwei zur gleichen Zeit aktiv sein, ist gleich geblieben. Das hier war früher: verringert alle aktiven Abklingzeiten um eine Sekunde, ist auch immer noch so. Früher war es auch jeder Treffer, genau. Die Sprengkugel, bringt sie denn diesmal was? Im Umkreis von 2,5 Metern war es früher, jetzt sind es 2 Meter, 90% ist gleich geblieben. Plus 20% Bombengeschwindigkeit ist gleich geblieben. Erhöht den Schaden der Sprengkugel um 20% ist gleich geblieben. Und hier hat sich was geändert. Früher war es: Sprengkugel reduziert bei getroffenen Gegnern 3 PvP 2 Sekunden lang das Bewegungstempo um 50% und die Angriffsgeschwindigkeit um 25%. Jetzt ist es so: Jede Bombe explodiert dreimal. Jeder Gegner, der von der Explosion getroffen wird, erhält Rüstungsbruch. Rüstungsbruch minus 10% Rüstungswert. Dreimal wäre minus 30, ist bis zu fünfmal stapelbar. Also hat man dann minus 50% Rüstung, hat der Gegner dann. Dann haben wir die Ölspur. Achso, wir sollten vielleicht noch gucken, was der ganze Spaß so kostet. Die Geschütze kosten 50 Dampf. Die Ölspur kostet 20 Dampf, genau wie früher. Ölspur-Debuff. Die Ölspur hält 10 Sekunden an. Ist gleich geblieben, 50% Bewegungstempo, Verringerung für 2 Sekunden. Und hier gibt es auch wieder einen Gruppeneffekt. Plus 2,5% Bewegungstempo für alle Gruppenmitglieder, die durch eine Ölspur laufen. Das erhöhte Bewegungstempo hält 3 Sekunden an und dieser Effekt ist nicht stapelbar. Finde ich absolut schwachsinnig, weil es sind nur 3 Sekunden, wo man 2,5% mehr Bewegungstempo hat und die Ölspur ist so klein, also wenn man da durchläuft, dann ja, Prost Mahlzeit. Erhöht den Verlangsamungseffekt des Ölspur-Debuffs um 65%. Das ist neu. War früher, dass die Angriffsgeschwindigkeit um 25% reduziert wird von Gegnern. Hier ist dann, das war früher der Verlangsamungseffekt, der jetzt hier bei der 2 ist. Jeder Gegner im Wirkungsbereich von Ölspur erleidet vergiftet. Fügt pro Sekunde 10% deines Grundschadens als Giftschaden hinzu. Und verringert die Kosten von Ölspur um 10 Dampf, war es früher. Jetzt ist es: Jeder Gegner im Wirkungsbereich der Ölspur erleidet Ölschicht. Erhöht den Schaden durch schneller Schuss, Spezialschuss und Ultraresonanzrakete um 100%. Also wenn die in der Ölschicht drinstehen, kriegen sie nochmal mehr Schaden. Raketenflug, erstmal 10 Meter weiter. Hier kann man es nochmal um 30% erhöhen, also auf 13 Meter, wie früher. Befreit dich, ist auch gleich. Und hier haben wir früher gehabt: Entfernt die Abklingzeiten von Raketenflug, der Einsatz der Fertigkeiten kostet stattdessen 30 Dampf. Neu dazugekommen ist, dass jeder Sprung eine Explosion auslöst, die 100% deines Grundschadens als Feuerschaden hinzufügt. Jede Explosion hat eine 30%ige Chance, getroffene Gegner zu verbrennen, und das fügt nochmal 20% deines Grundschadens als Feuerschaden hinzu, was 3 Sekunden lang hält. Dann haben wir das automatisierte Geschütz, kostet immer noch 50 Dampf, hält 10 Sekunden. Und macht früher 175% deines Grundschadens, jetzt macht es nur noch 75%. Sperrfeuer fügt Gegner in einer Linie 7 bis 8 Schaden pro Sekunde als Feuerschaden hinzu. Scheint auch neu zu sein. Gut, hier kann man dann skillen.
dass Gegner, die von Sperrfeuer betroffen sind, minus 25% weniger Schaden haben. Können zwei automatisierte Geschütze, ist gleich geblieben und erhöht den Schaden vom automatisierten Geschütz um 50%, was früher 33% waren. Aber dadurch, dass sie es hier schon genervt haben, mussten sie das hier natürlich erhöhen. Der Spezialschuss kostet 0 Dampf. Fügt 250% deines Schadens zu, ist gleich geblieben. Pro tödlichen Treffer wird eine Explosion ausgelöst im Umkreis von 2,5 Metern, die 100% deines Grundschadens als Schaden macht. Also als physischen, glaube ich. Ne, als Feuerschaden. Feuert anstelle eines großen Geschosses drei kleine, die jeweils 85% machen, ist gleich geblieben und erhöht den Schaden von Spezialschuss, ist auch gleich geblieben. Dann haben wir den Dampfkatalysator, der kostet 20 Dampf. Verringert alle aktiven Abklingzeiten um 1,5 Sekunden, ist gleich geblieben. Der Gruppeneffekt. 5% mehr Lebenspunkte in 3 Sekunden für jedes Gruppenmitglied in einem Umkreis von 10 Metern hat 30 Sekunden Abklingzeit. Also man hat 5% mehr Leben. Ich verstehe nicht, was das in 3 Sekunden soll. Ich denke, die... Achso, das hat eine Abklingzeit. Okay, die kriegen gerade mal 3 Sekunden lang 5% mehr Leben im Umkreis von 10 Metern, was ich jetzt nicht krass finde. Hier haben wir für eine Sekunde 25% Bewegungstempo, genau wie früher. 2% deiner maximalen Lebenspunkte, das ist okay. Rekonvaleszenz regeneriert pro Sekunde 1% deiner maximalen Lebenspunkte, war auch früher so. Reduziert die Dampfkosten um 5, ist auch gleich geblieben. Dann haben wir die Ultra-Resonanz-Rakete, die kostet auch 0 Dampf. Fügt Gegnern im Umkreis von 1 Meter der Explosion 100% deines Grundschadens zu. Das waren früher im Umkreis von 3,4 Metern 75% deines Grundschadens zu. Jetzt sind es halt nur noch im Umkreis von 1 Meter 100%. Und was haben wir noch? Ja, minus 85% Rüstungswert, minus 85% Widerstände für 5 Sekunden ist gleich geblieben. Erhöht den Schaden um 100%, dann erhöht die Geschwindigkeit von der Ultraresonanzrakete um 25% und das letzte ist, betäubt getroffene Gegner für 3,5 Sekunden, wurde erhöht von 3,0 auf 3,5. Aber das große Debakel ist eigentlich, dass der Umkreis der Explosion nur noch 1 Meter statt 3,4 Metern ist, aber ist gut für alle anderen Klassen, weil der Zwerg hat einen ja immer ziemlich gut erwischt. Springzwerg, der hält 3 Sekunden an, wenn er getötet wird, macht er 100% des Grundschadens als Feuerschaden. Erhöht den Schaden um 20%, ist gleich geblieben. Die Explosion betäubt, ist auch gleich geblieben. Verringert die Kosten von Springzwerg um 5 Dampf, war es früher, jetzt ist es so. Pro Gegner, der durch die Springzwerg-Explosion getroffen wird, 2% der Lebenspunkte deines aktiven Geschütz werden wiederhergestellt. Haben die Geschütze jetzt Lebenspunkte? Das wäre ja mal interessant rauszufinden, ob die das jetzt doch noch mit reingemacht haben. Dazu müssen wir ganz kurz mal hier vorlaufen. Ja. Da brauchen wir eine Zweihandwaffe. Ja, da vorne sind wir dann nämlich gleich Level 2. Dann können wir gucken, ob die denn jetzt Lebenspunkte haben und ob die irgendwie Aggro ziehen oder wie ich das sehe. Aber ich meine, es steht ja genauso da, meiner Meinung nach. Steht ja dort. 2% der Lebenspunkte deines aktiven Geschützes werden wiederhergestellt. Testen können wir natürlich jetzt bloß, ob das Geschütz Lebenspunkte hat. Na komm her. So, jetzt brauchen wir noch einen Mob. Oder zwei eventuell. Oder, na gut, jetzt haben wir es. Gut. Dann gucken wir mal. Ja, das hat jetzt tatsächlich Leben.
gucken wir mal, wenn wir dann da vorne sind. Okay, sehe, das zieht keine Aggro, aber man sollte darauf achten, wo man es denn hinstellt. Genau, also das mechanische Geschütz kann Damage kriegen. Das ist eine neue Erkenntnis. Sollten wir jetzt vielleicht mal schauen, ob wir es kaputt kriegen. Vielleicht kommen ja eh relativ viele Mobs. Ja, okay. Jetzt ist es eh schon wieder weg. Na gut. Gucken wir mal weiter. Ach, ist ein taktisches Geschütz. Das erhält 175% des Grundschadens, ist gleich geblieben. Der Radius wurde von 2 Metern auf 3 Meter erhöht. Es ist 10 Sekunden lang aktiv. Gegner im Umkreis von 3 Metern, das ist okay. Explodiert bei Kontakt mit dir oder deinen Verbündeten. Oder okay, taktisches Geschütz plus 20% Bewegungstempo, was 5 Sekunden lang anhält. Dann haben wir Elementarschild. Plus 5% Widerstandswerte. Ist jetzt nur noch Widerstandswerte, war früher mal Grabnellschild hieß das und hat auch Rüstungswert erhöht, hält 10 Sekunden an. Und ist bis zu 5-mal stapelbar. Dann haben wir hier, man kann 2 zur gleichen Zeit haben, war es früher. Jetzt ist es, dass man plus 5% Rüstung hat. Und ganz hinten sind dann, dass man 2 haben kann, was früher 20% Dampf, Mana, Wut und Konzentration wiederhergestellt hat. Kosten davon sind 50 Dampf, genauso wie früher. Glühender Bleihakel kostet 0 Dampf. Fügt allen Gegnern im Umkreis von 4 Metern, wurde erhöht von 3,5 auf 4 Meter. Für 6 Sekunden lang 100% deines Grundschadens als Feuerschaden hinzu, ist ebenfalls gleich geblieben, außerhalb dieser Erhöhung von 3,5 auf 4 Meter. Bewegungstempo um 40% reduziert. Jeder Einschlag von glühender Hagel hat eine Chance von 11%, die Gegner im Wirkungsbereich zu betäuben. Für 2 Sekunden, PvP 1,5 ist gleich geblieben. Reduziert die, hier war es früher, reduziert die Abklingzeiten um 20%, jetzt wird sie von 60 auf 40 Sekunden herabgesetzt. Der Eisenzwerg. Verwandelt dich für 12 Sekunden in den Eisenzwerg, ist gleich geblieben. Plus 200% Rüstung und Widerstände ist gleich geblieben, plus 25% Bewegungstempo. Dann haben wir Eisenfaust und Eiserner Aufschlag, ist gleich geblieben. Stellt Dampf vollständig wieder her, ist gleich geblieben. Pro tödlichem Treffer wird zum 1,5 Sekunden verlängert, ist gleich geblieben. Und Immun ist auch gleich geblieben. Dann haben wir das Tesla-Geschütz, 50 Dampf kostet das. Im Wirkungsbereich macht es jetzt statt 200% pro Sekunde 100%. Und allen Gegnern in Reichweite 50% deines Grundschadens als Blitzschaden. Ist 10 Sekunden aktiv und es kann nur 1 sein, es sei denn, man skillt das. Hier kann man dann noch mehr Damage skillen. Es können 2 zur gleichen Zeit, ist gleich geblieben. Und hier war es früher, dass man Immunität hatte. Also sowohl man selber als auch Verbündete, die da drin standen. Und jetzt ist es so, pro Sekunde hat man eine 10%ige Chance auf die Betäubung eines Gegners in Reichweite des Tesla-Geschützes, die 2 Sekunden anhält. Die Frage ist jetzt, wie groß die Reichweite von diesem Tesla-Geschütz ist. Gut, und damit sind wir eigentlich schon fertig mit dem Video. Und damit würde ich mich natürlich an der Stelle recht herzlich von euch verabschieden. Bis dahin, ciao, euer Zardas.